Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian's How to Plays, der mit dem Hut. Ich grüße euch und heute machen wir Black Sabbath von ihrem jetzt neuen Album 13 und zwar direkt den Anfängersong oder der Song, der ganz am Anfang steht. The End of the Beginning und ja, wir machen das Intro-Riff und das Main-Riff. Lied besteht fast nur aus diesen beiden. Da kommen zwar noch ein paar anderen Riffs, aber heute soll es nur um diese beiden Licks gehen, ja? Ich zeige euch das. Wir brauchen ein paar Akkorde, beziehungsweise auch so ein Pull-Off-Riff und so. Ist ein geiles Riff, kann man ganz geil spielen, wird aber einen halben Ton tiefer gestimmt. Generell, ich habe meine Gitarre jetzt auf normal gestimmt, weil immer diese Hackmen mit halbem Ton runter und sowas. Wenn ihr das Lied mitspielen wollt, mit dem Song, dann müsst ihr die Gitarre einen halben Ton tiefer stimmen. Aber ansonsten, ja, ist der Song recht oder das Lied jetzt recht einfach. Wenn ihr Fragen habt, kommt bei Facebook vorbei, addet mich da als Freund, da könnt ihr mir dann halt Fragen stellen oder auch Wünsche für How to Plays. Ansonsten hier liked mein Video, das würde mir als YouTuber sehr, sehr weiterhelfen und natürlich auch, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert mich hier, beziehungsweise da könnt ihr dann auch bei Facebook vorbeikommen, da bleibt halt immer auf dem Laufenden und könnt auch ein bisschen zu den Videos mitdiskutieren. Gut, wir gehen jetzt mal direkt rein in die Noten, in die Tabs und in das Refrain. So, wir haben halt hier eins dieser Doom-Metal-Riffs, ganz schwerfällig, richtig, richtig genial. Wir gehen hier auf den Rockakkord in den zweiten Bund, auf die E-Seite, das Fis. Dann gehen wir auf die 4, auf die A-Seite. Dann gehen wir in die 5. Auf die A-Seite. Na, das ist, dieses Lick lässt sich auch sehr, sehr gut ja, dazu nehmen, um Rockakkorde und Powerakkorde zu üben. Weil wir müssen auch immer richtig schön straight spielen und die Akkorde müsst ihr einfach schön die ganze Zeit durchklingen lassen. Ja, nicht abstoppen, nicht sowas machen. Sondern schön durchziehen. Und dann hier oben auf die 3 auf die E-Seite, ja? 2 auf der E-Seite, das Fis, dann das Cis, also 4 auf der A, 5 auf der A, hier haben wir das D und dann 3 auf der E, das G. So, dann, das war der erste Teil. Der zweite Teil, da kommt erst so richtig dieses Doomige rüber, dieses Schwerfällige. Also, wir gehen dann auch wieder in den zweiten Bund. Also wieder auch in die 4, dann in die 3 auf die A-Seite und danach die 3 auf der E-Seite. Ja, 2, 4 und dann wieder von vorne. Also, erster Teil, 2, 4, 5, 3 auf E und der zweite Teil, 2, 4, 3 auf A, 3 auf E. Und dann als Endteil spielen wir dann hier die 2 auf der E-Seite zum Ausklingen lassen. So, und dann kommt, es sind eigentlich die gleichen Noten, dass wir einfach nur... dass wir dann immer hier diese Einzelnoten spielen. Das ist aber nicht mit so viel Distortion, das ist eigentlich mit clean, ein ganz kleines bisschen Verzerrung ist da drin. Dass man einfach nur diese ersten Noten, also die 2, dann die 4. Kann man auch ein bisschen mit Vibrato dann arbeiten. Aber gut, das soll uns jetzt hier nicht hauptsächlich aufhalten. Das ist, sind genau die gleichen Noten wie jetzt in dem Anfangsteil. Jetzt kommen wir zu diesem richtig coolen Riff. Und zwar, ich spiele es euch nochmal einmal kurz vor. Und dann... Also, wir gehen jetzt in die 2 auf die E-Seite. Und halten auch die ganze Zeit hier in der 2, weil wir müssen dann 2 und dann 4 und dann 2 spielen. 2, 2, 4, 2 und dann gehen wir in die 5.
und machen hier ein Vibrato. Ich denke, einige Leute werden ein paar Probleme haben mit hier mit dem kleinen Finger. Deswegen machen wir das jetzt so, dass ihr auch das so spielen könnt. Dass ihr zwar 2, 4 mit dem Ringfinger, 2 und dann geht ihr runter in die 5 und macht dann hier das Vibrato. Ja, ich mach's mit dem kleinen Finger, dann habe ich nämlich hier die ganze Zeit immer den Zeigefinger im zweiten Bund auf der E-Seite. Dann spielen wir 2, 4, 2. Ja, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2. Jetzt gehen wir in die 4 auf die A-Seite und legen hier direkt den Ringfinger auf die 4, Mittelfinger auf die 3, Zeigefinger auf die 2. Und jetzt spielen wir nämlich ein Pull-Off-Riff, indem wir die 4 anspielen. Dann machen wir einen Pull-Off auf die 3 und einen Pull-Off auf die 2. Danach müssen wir die 0 spielen. Man könnte das jetzt so machen. Aber man hört es schon im Originalsong, hört man raus, dass er hier die 0 nochmal anspielt, also die Leerseite. Hier einmal einen Pull-Off macht, einen Hammer-On auf die 2 auf die A-Seite und dann den zweiten Bund wegpult für die Leerseite. So. Okay, also. So, das war der erste Teil. Es kann sein, dass ihr ein paar koordinatorische Probleme hiermit habt, mit diesen. Spielt es nicht an, macht nicht so. Sondern versucht das wirklich. Das ist ein schönes Legato-Riff, das müsst ihr wirklich so machen. So, das war der erste Teil. Der zweite ist fast ähnlich. Wir gehen wieder hier oben in die 2. Das ist wieder gleich. Dann spielen wir nur 2, 4, 0. 2, 4, 0. Hört mal. So, muss einmal kurz meine Gitarre nachstimmen. Also, dann da. So. 4, 0. Und jetzt geht ihr hier auf die 2 als Rockakkord, beziehungsweise als Powerakkord, 2 auf die A-Seite, spielt die 2 an, slidet dann auf die 3, slidet dann hoch wieder zurück auf die 2. Okay. So, 2, 4, 2 und dann einmal die 0, also die Leerseite anspielen. Dann 2 und wieder Pull-Off auf die 0. Dann braucht man schon ein bisschen Fingerkoordination. Ist nicht einfach runtergespielt, so wie jetzt einmal das erste Riff. Da muss man zwar tight sein, aber das ist schon wirklich, ist cool gemacht auf jeden Fall. Ja? Also 2, 2, 3, 2. Einmal Leerseite. So, das wären jetzt diese beiden Riffs. Jetzt kommen wir noch ganz kurz dazu, wie wir das anspielen. Und zwar, dieses 2, 4, 2 spielt er abgedämpft rechts. Ja, ihr müsst richtig schön die Hand hier drauflegen. 2, 4, 2. Und dann die 5 ist nicht abgedämpft. Ja, da müsst ihr einfach versuchen, hier bei dem einfach nicht abzudämpfen und hier oben abzudämpfen. Das ist schon ein bisschen schwierig, da müsst ihr hier mit der rechten Hand ein bisschen hantieren und so ein bisschen versuchen, oben die E-Seite nur abzudämpfen und den Rest nicht, weil ihr wollt ja, wenn wir jetzt so spielen,
Nicht, dass das irgendwie durchklingt. Also müsst ihr dann rechts mit abdämpfen. Dieses Riff und dieses Lick ist wirklich sehr sauber gespielt von Tony Iommi. Und wenn man sich mal den Distortion Grad anhört, er ist schon recht basslastig und ein bisschen diffus. Also er muss auf jeden Fall sehr, sehr gut abdämpfen, damit nicht alles einfach ineinander übermatscht. Heutzutage ist es ja im High-Gain-Metal-Bereich so, dass die Sounds so abgedämpft sind durch die Noise Gates, dass man, ja, ich sag jetzt mal, fast gar nicht mehr irgendwie abdämpfen muss, weil der Ton direkt abstirbt, ne? Aber das ist halt von Tony Iommi. Der hat halt so diesen alten, geilen, schönen, Doom-Sound. Und da müsst ihr wirklich versuchen, dieses... Und dann... Wirklich, wenn ihr hier dann auf die 4 geht, hier mit der Hand rechts abdämpfen. Ja, nicht? Gerade bei diesen Pull-Off-Licks kann man sehr, sehr viele undefinierte Sounds dann erzeugen. Ja, und das wären schon diese beiden Licks. So, das war jetzt von Black Sabbath The End of the Beginning. Oder The Beginning of the End? Nein, The End of the Beginning, ja. Ich komme immer ein bisschen durcheinander, weil er das ja auch im Song so immer so singt, ne? Is this the end of the beginning or beginning of the end? Übrigens sehr cooler Text. Und einmal mal so zwei, drei Nebeninfos. Und zwar Tommy Iommi, also der Gitarrist, ja. Absolute Ikone, weil der hat sich in Jugendjahren, hat er sich die Fingerkuppen abgesäbelt über einen Rasenmäher, ja, muss man sich erstmal vorstellen. Und dann wurde ihm so Plastikfingerkuppen aufgesetzt als Prothese und damit hat er dann gelernt, Gitarre zu spielen, ja. Also das ist so, als wenn ihr mit Handschuhen versucht, auf der Tastatur zu tippen. Man hat halt kein direktes Gefühl. Total genial. So, aber nichtsdestotrotz, bei ihm wurde jetzt nämlich Krebs diagnostiziert. Und anstatt jetzt alle Projekte abzusagen, hat jetzt Black Sabbath einfach eins gemacht. Die haben das Aufnahmestudio oder der Aufnahmeort haben sie in das Heimstudio von Tommy Iommi verlegt, damit er neben den Aufnahmen immer bei sich ins Krankenhaus fahren kann für die Chemotherapie. Ja, das muss man erstmal so durchziehen. Deswegen Respekt von mir. Deswegen habe ich auch dieses Riff jetzt ausgesucht. Erstmal, weil ich es sehr, sehr geil finde. Es ein Ohrwurm für mich. Und auch zweitens als kleine Hommage an Tommy Iommi und natürlich auch an Black Sabbath. Ne? Ist ein cooles Album, hört mal rein. Ansonsten, ist jetzt das ein geiler Gitarrenpart. Schaut euch auch einfach mal meine anderen Videos an. Da werdet ihr sehr, sehr viel finden, einfach über die YouTube-Suche. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch bald wieder hier bei den Videos begrüßen darf. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.